einen Wettbewerb, die Goldene Unke ins Leben zu rufen. Das war ein Konsortium aus unterschiedlichen Industrievertretern, uns und dem ECO und der Landesregierung. Bei der Verleihung der Goldenen Unke soll naturnahes Bauen und das ökologische Bewusstsein der Projektwerber gefördert werden. Es ist also darum gegangen, in einem kärntenweiten Wettbewerb herauszufinden, wo sind sehenswerte, gut gelungene, erfolgreiche Projekte, die gleichermaßen Naturschutz und ökonomische Bedürfnisse und technische Bedürfnisse eigentlich bedienen und befriedigen. Und wo man sagen kann, dass es einfach ein besonders gelungenes Beispiel ist. Sind wir alle in irgendeiner Form Sieger, dass man da jetzt zum Schluss sogar ausgewählt wird. Als Erster ist natürlich besonders schön, aber ich finde, der Gedanke ist gut, dass für die Natur und für die Umwelt einfach was getan wird, und insofern würde ich so sehen, dass wir da eigentlich alle gemeinsam gewonnen haben.